Mahlzeit und willkommen in der Werkstatt. Ja, heute machen wir mal was ganz anderes, denn wer das erste Ausgepackt von mir gesehen hat, der weiß, also falls er sich erinnert, ich habe ein Netzteil für den Pi gekriegt, inklusive eines Adapters, damit es auch in den Pi 3 passt, weil es ein Pi 4 Netzteil ist. Mit der Bitte, also das wurde mir von jemandem gesponsert, einer Privatperson, keine Firma, also keine Werbung oder sowas, damit ich Videos mache, wie man hier zum Beispiel einen Arch drauf macht oder generell ein OS, was nicht das Raspberry, nee, das Pi OS ist, und wie man dann da Servers draufklatscht, wie Nextcloud, GitHub und eben sowas. Gut, das ist jetzt schon eine ganze Weile her und passiert ist bisher noch nicht so viel. Warum ist nicht so viel passiert? Nun, das ist einer meiner zwei Pis. Das ist ein Pi 3B Plus. Der sollte dafür eingesetzt werden. Ich habe noch einen, aber da laufen meine ganzen Server drauf. Das wäre also ungünstig, wenn ich den dafür hernehmen würde. Weil, wenn ich den dafür nehme, laufen die Server nicht mehr. Gut, da es Sinn macht, wenn man anfängt, viele Anwendungen auf so ein Ding zu kleistern und nicht nur irgendein Image, wo nur eine Anwendung drauf ist, empfiehlt es sich, über USB zu booten. Das ist auch ziemlich simpel, gerade mit Manjaro, das zeige ich dann auch noch. Also das ist wirklich kein Aufwand. Dann bootet man von USB. Das ist definitiv langlebiger wie die Micro-SD-Karten. Ist auch schneller, auch wenn es nur eine HDD ist, man glaubt es kaum, die mit USB 2.0 angebunden wird. Der Pi 3B Plus hat nämlich nur 2.0. Ja, und auch extern Daten drauf speichern und sowas, das macht auf einer HDD einfach viel mehr Sinn wie auf einer Micro-SD. Die gibt es zwar auch mit viel Speicher, aber die haben nur begrenzte Schreib- und Lesezugriffe und sind für sowas auch eigentlich nicht gedacht, dass da ein Betriebssystem groß drauf rumrödelt. Geht selbstverständlich, machen viele, viele, viele Leute tagtäglich mit ihren Pis. Aber eben, ja, ich empfehle das über USB zu machen. Gut, wenn man das über USB machen will, USB auch funktionieren. Und dieser Pi, als ich anfangen wollte, Videos zu machen, hat die Funktion der USBs eingestellt. Ich habe softwareseitig geguckt mit allen möglichen Methoden, nichts. Die gehen einfach nicht. Du kannst was dran stecken und das erkennt er nicht mal. Er erkennt zwar, dass da ein USB-Hub drin ist, aber diese Dinger hier laufen nicht. Ich habe gesucht. Gesucht, gesucht, gesucht und ich habe gelesen. Gelesen, gelesen. Ich bin jetzt nicht so der Elektroniker, der sich so einen Schaltplan anguckt und dann genau weiß, ah, okay, das muss dann diese Leiterbahn sein, die das und das macht. Nein. Aber ich bin anders an die Sache rangegangen. Und zwar habe ich mal geguckt, die Jungs hier brauchen logischerweise 5 Volt. Wer hätte es gedacht, weil die angeschlossenen Geräte, wie zum Beispiel ein USB-Stick oder sowas, die möchten Strom. Und das sind eben etwa 5 Volt beim Pi. Oder generell bei USB. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ein Handy aufladet oder so, da kommen auch immer 5 Volt bei raus. Okay. Also dachte ich mir, wie misst man denn das? Was macht man hier? Da oben ist der Pin PP27. Der und hier am Rand von der Buchse müssten dann hier hinten 5 Volt ankommen. Tun sie bei mir aber nicht. Gut, habe ich angefangen mit der Lupe die Leiterbahn zu kontrollieren. Hier und hier und keine Ahnung, ich habe da nichts gefunden, was kaputt sein könnte. Vielleicht ist da auch irgendwo ein Widerstand oder sowas kaputt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich habe nichts gefunden, was ich da hätte reparieren können. Zumal, mal gucken, ob man das scharf kriegt. Solche Leiterbahnen, ich wage es zu bezweifeln, dass ich dazu in der Lage wäre, die zu reparieren, weil so zum Vergleich mein Finger. Okay, also war meine Frage, wie kriege ich hier 5 Volt hin? Und ich habe weitergeguckt und weitergesucht und weitergelesen. Habe dann festgestellt, es gibt hier hinten in der Nähe der Strombuchse, den Pin PP1. Der ist auch zum Kontrollieren gedacht. Und da liegen 5 Volt an. Stecke ich hier was rein, messe hier, sind es 5 Volt. Also, dachte ich mir, gehen wir einfach hin. Ah, Moment, bevor ich damit anfange. Falls das jetzt jemand sieht, dasselbe Problem hat und denkt, ich mache das jetzt mal, mach das, okay, wenn du das willst, mach das. Aber ich übernehme für keinen Schaden irgendeine Haftung. Wenn der Pi hinterher Schrott ist, dann tut's mir leid. Das hast du auf deine eigene Verantwortung gemacht. Ich für meinen Teil übernehme null Haftung. Ich bin dann nicht dran schuld. Ja? Ich zeige das nur, wie ich es gelöst habe. Wer das nachmachen will, soll das machen, aber auf eigene Gefahr. Ich
will keinen motivieren, das auch zu machen oder so. Nur eben, wenn es jemand machen will, soll das machen. Vielleicht hilft es ja bei ihm. Vielleicht ist das Ding hinterher auch Schrott. Auf jeden Fall, wenn du es tust, tust du es auf eigene Gefahr. Ich übernehme null Haftung und ich sage auch nicht, mach das oder sonst was. Also, wenn du es machst und es geht kaputt, ist es dein Problem. Okay? Alles klar. Okay, also. Mein Gedanke war jetzt einfach, was passiert denn, wenn ich jetzt diesen Pin hier, den PP1, mit dem PP27 verbinde? Wenn ich hier Strom messen kann, kann ich hier auch Strom reintun. Ja, logisch. Also bin ich hingegangen, habe mir meinen Fädeldraht geholt. Ich liebe Fädeldraht. Also ganz ehrlich, ich habe früher das immer mit Klingeldrahten so gemacht. Das geht natürlich auch, aber das ist so scheiße dick. Bei einer Bahn geht es jetzt noch, aber wenn man dann so eine Platine zusammenlötet, dann hat man am Schluss da unten ein Kabelgewehr und da guckt euch diesen Fädeldraht an. Da, das sieht man ihn besonders gut. Es ist so einfach. Man muss auch nichts abisolieren. Man hält ihn einfach hier drauf. Geht mit dem Lötkolben drauf. Also ich muss noch ein bisschen Lötzen drauf putzen. Ja, dann wird das kurz flüssig. Dann zieht man den Lötkolben wieder ab. Es ist abisoliert. Und zwar nur an dieser Stelle. Das ist das Schöne. Die ganze restliche Isolierung bleibt erhalten. Hier dasselbe Spiel nochmal. Und was soll ich sagen? Ich habe es getan. Ich habe es ausprobiert. Und es funktioniert. Ohne Scheiß. Jetzt habe ich hier hinten logischerweise 5 Volt anliegen. Bestimmt nicht so scharf, wie das sein soll. Also hier liegen jetzt, beim PP27 liegen jetzt 5 Volt an. Ich habe es getestet, als zum einen, ja, ich kann euch das jetzt schlecht demonstrieren, weil dann hätte ich euch ja vorher zeigen müssen, wie es da ausgesehen hat. Außerdem habe ich hier ein OS drauf zum Testen, wo ich nicht mehr weiß, wie ich mich einlogge. Also ich müsste jetzt erstmal ein anderes Betriebssystem noch drauflöten. Aber ja. Auf jeden Fall, ich stecke hier hinten den Dongle von meiner Tastatur ein, egal in welchen, und es geht. Sie sind wieder da, ich kann ihn wieder benutzen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Das ist vor allem das erste Mal, dass ich mich traue, an so einer Platine rumzulöten. Allerdings ist die Sache auch die, ohne die USBs ist das Ding für mich quasi nutzlos. Ich könnte jetzt hier noch Spielereien mitmachen, okay, aber die laufen dann trotzdem hier drüber und ich hätte sie gerne hier drüber laufen und ja. Auf jeden Fall, mein Pi 3B Plus funktioniert jetzt wieder vollständig, inklusive seinen USBs. Das heißt, ich kann jetzt in Kürze endlich mein Versprechen einlösen und anfangen, Videos mit dem Ding zu machen. Dann zeige ich, wie man da... Erstmal zeige ich, wie man Arch drauf macht. Da ich aber zu blöd bin, das vom USB booten zu lassen, ja, zeige ich das nur, wie es auf der SD-Karte ist. Danach installieren wir Manjaro. Das ist ja auch Arch. Da zeige ich euch, wie man es macht, dass er von USB bootet. Dafür braucht man hier in der MicroSD nur die Boot-Partition, die ihm dann sagt, boote von hier. Sollte bei Arch eigentlich auch so gehen, aber es läuft nicht. Ich kriege es nicht hin. Ich habe Stunden damit verbracht, es geht nicht. Ich kriege es nicht dazu, von hier zu booten. Auf jeden Fall, wie gesagt, dann kommt das auf die MicroSD kommt das Boot. Hier kommt das Betriebssystem rein. Ich mache das dann mit USB. Ich habe jetzt nicht genug Festplatten hier rumliegen, aber zum Demonstrieren reicht das. Und ja, da bauen wir dann nach und nach Servers drauf. Ich habe da einige in petto. Wie gesagt, Nextcloud für die Leute, die Cloud mögen. Ich gucke mal, ob ich auch was mit Home Assistant mache, weil dann müsste ich von meinem eigentlichen Server, müsste ich dann den Dongle klauen. Aber jetzt mal so zum Testen kann man das mal machen. Dann haben wir eben noch einen Git-Server mit GTA, einen Registry-Server für Docker-Dings. Also das ist Git für Docker. Dann, was haben wir noch? Nextcloud habe ich schon gesagt. Portainer machen wir noch drauf. Paperless weiß ich noch nicht so genau. Paperless ist zwar super cool, aber das verlangt durch sein OCR viel Schmackes. Und da geht er dann mal ganz gern in die Knie. Liegt wahrscheinlich am Speicher. Okay, also auf jeden Fall, wir haben da einiges, was wir drauf pinseln können. Google haben wir auch noch, das machen wir auch noch drauf. Das ist Google, finde ich cool. Das ist Google in ohne Scheißdreck. Also ohne die Werbeanzeigen. Das also. Es benutzt zwar tatsächlich Google, weist aber allen Schrott raus, den man eigentlich nicht haben will. Ich benutze das nur noch und das ist einfach geil. Ja, alles klar, dann würde ich sagen, 10 Minuten Video dafür, dass ich nur kurz zeigen wollte, dass ich hier von hier nach da gelötet habe, ist eigentlich auch nicht schlecht.
Alles klar, vielleicht hat euch das Video ja geholfen. Denkt dran, wenn ihr was kaputt macht, eure Eigenschuld. Ich übernehme keine Haftung. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute.